715 Männer und 54 Frauen sind am Hauptplatz in Enns zur Ausmusterung angetreten. Sie haben die Ausbildung in der Heeresunteroffiziersakademie, kurz HURK genannt, nun hinter sich gebracht und haben ab sofort einen neuen Dienstgrad, Wachtmeister. Einer, der sich an seine Ausbildung an der HURK noch gut erinnern kann, ist heute Verteidigungsminister Mario Kunasek. Er weiß genau, was die insgesamt 769 Soldatinnen und Soldaten heute noch so alles vorhaben. Also was ich vorgehabt habe, war einmal möglichst schnell nach Hause zu kommen. Das war eine lange, lange Zeit, die man weg ist. Immer nur am Sonntag zu Hause zu sein und am Sonntag am Abend schon wieder zu packen und hierher zu fahren. Aber die Erwartungshaltung ist natürlich eine große. Man hat da sehr viel gelernt, man will das dann auch umsetzen in der Praxis. Und da sind jetzt dann auch die anderen Kommandanten gefordert, die älteren Kameraden, diese jungen Unteroffiziere hier in das System zu implementieren, sie begleiten, zu betreuen. Das Lernen endet nicht mit dem heutigen Tag. Wer diese Ausbildung einmal durchgemacht hat, wird das so schnell auch nicht vergessen. Das ist schon ein besonderer, emotionaler Moment natürlich auch. Man denkt zurück an diese Zeit hier auf der Heeresunteroffiziersakademie. Ich war ja zweimal hier, 1997 und 2005. Also ich kenne nicht nur die Akademie, ich kenne auch die Stadt ganz gut. Das ergibt sich automatisch, wenn man die ganze Woche hier ist. Aber ich glaube, wir haben hier optimale Rahmenbedingungen. Die Heeresunteroffiziersakademie ist eine tolle Bildungseinrichtung und gemeinsam auch mit den anderen Schulen, mit den Lehrkompanien bilden hier eine tolle Gruppe an Menschen aus, nämlich Unteroffiziere, die jetzt mit dem heutigen Tag auch Verantwortung übernehmen als Kommandanten auf der Gruppenebene, aber die noch sehr viel vor sich haben, wenn es um Ausbildung geht, und die HUAG wird ja weiterhin auch diese Menschen dann bei der Weiterbildung betreuen. Die Weiterbildung hört eben nie auf und das gilt auch für den Jahrgangsbesten, der 9 von 10 möglichen Auszeichnungen erreicht hat. Doch das scheint für ihn nichts Außergewöhnliches zu sein. Ich glaube, es ist eine große Ehre für mich, heute hier als Lehrgangsbester stehen zu dürfen. Ich bin ganz normal, ich bin mittendrin, ich bin nicht besser wie die anderen. Es sind alles Kameraden und Kameradinnen, ich bin gleich wie jeder andere Soldat und ich bleibe immer am Boden. Heute gibt es erstmals allen Grund zum Feiern. Und wir freuen uns dann, in unseren Einheiten als Wachmeister unseren Aufgaben nachgehen zu dürfen. Und dafür gibt es vom Verteidigungsminister persönlich nur die besten Glückwünsche. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die gleich schöne Zeit erleben wie ich. Ich war 13 Jahre aktiv beim Bundesheeresunteroffizier. Es ist für mich der schönste Beruf, den man sich aussuchen kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch reifen, in Ihrer, als Mensch auch reifen, vor allen Dingen die soziale Komponente nie vergessen und immer auch wissen, dass Sie Untergebene haben, für die Sie vorbereiten. Bilder sind.